meine lieben Freunde aus dem Internet, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge GTA 5 auf der PS4 und natürlich in den Online-Modus mit unseren Freunden hier drüben. Sind keine. Dann warte, bis da welche spawnen. Weg, geh da weg und dann kommen da wieder hin. Und wir spielen heute ein kleines Jagdspiel. Also unsere Leute haben alle ein Kampfjet. Also die schießen können, ob das jetzt Lenkraketen ist oder eben mit den Kugeln. Wenn die in der ersten Runde, wenn ich da schnell tot bin, dann dann dürfen die aber nur noch mit Kugeln schießen. Der Fernseher war gerade ein bisschen zu laut. Und ja, dann könnt ihr mich jagen, mal gucken. Ich hau mit meinem schnelles Auto ab, natürlich ein bisschen Torno, Bakura ist auch natürlich da. Natürlich bin ich da. Ich bin ja immer da. Lass mich in Ruhe. Du sagst ja immer, lass mich in Ruhe. Oh ja, immer so ein Tag hier. Immer so ein Stresstag. Immer müssen die mich jagen. Immer töten. Immer das Gleiche. Aber man kann ja nichts anderes machen in dieser Welt. Kann man ja nicht mal einen Kaffee trinken. Ja, das wäre schade. Aber jetzt erstmal das Intro. Und jetzt fahre ich erstmal weg. Noch nicht jagen. Noch nicht jagen. Bleibt erstmal da. Ich muss erstmal richtig abhauen, ja. Das habe ich ja keine Chance. Weg. So, und jetzt haben wir auch etwas Neueres wieder natürlich. Das Q-Video ist natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Jetzt könnt ihr los. Ist alles verlinkt. Wir haben drei Videos. Also das Q-Video, das ist halt das erste Video. Wenn man... Das erste Video geht darum... Wenn man in einer Kuh sein will und man mich adden will, darum geht das erste Video, dass man den PSN-Namen und Social-Name in den Kommentaren schreiben muss. Und natürlich Hashtag DeadPigShots und darunter dann halt, ich bin schon tot. Okay, nächste Runde. Aber ich muss eben ein neues spawnen, mein neues Auto holen. So, und das zweite Video halt das Info-Regel-Video und das dritte Video halt über wie man die Lobby am besten beitreten kann und schnell beitreten kann. Hey, Jungrowoll, alles klar bei dir? MMI, we expect the unexpected. Das habe ich okay. Ja, setzt auf mich Kopfgeld aus, könnt ihr auch. Da war gerade ein Räuber. It's. Doku kann er zuerst. Okay. Das war ziemlich schnell, aber versuchen wir immer noch mal. Mit Raketen, mit Lenkraketen. Okay, was nehme ich jetzt? Wo ich hier komme? Grovel, du kümmerst dich über Twitch, ne? Das Info-Regel-Video schickst du immer einfach. Ich warte schon. Naja, ich habe jetzt gerade nicht an dich gedacht. Oh. Nein, aber ich habe schon gedacht, dass du heute noch kommst, bestimmt. Und naja, da steht mein Auto. Ja, und jetzt läuft das auch so. Da bin ich noch an etwas überlegen. Aber Leute, die ziemlich oft dabei sind, bald machen wir natürlich nur noch Q-Sitzungen, Gelpide-Sitzung. Jetzt bin ich schon wieder tot. Okay, versucht mal bitte nur die Kugeln zu schießen. Ihr wisst, diese Lichtlenkraketen, diese Kugeln. Mal sehen. Vielleicht ist das besser. Ich bin ja schon wieder tot, ey. Ja, dann machen wir nur noch Kuh-Sitzungen. Da kommt man nur noch als Kuh rein. Und halt, dann gibt es noch einen Bonus. Leute, die oft dabei sind. Wie zum Beispiel in der Lobby ziemlich oft dabei sind. Ich muss hier was anderes holen. Oder ziemlich oft Kommentare schreit, passend zum Video. Die bekommen extra Pluspunkte bei mir. Ich führe so eine Liste in meinem Buch. Da werden alle aufgeschrieben, die ziemlich oft was machen. Kommt darauf an, was die schreiben oder wie oft die dabei sind. Wenn die nur kurz in der Lobby sind, so 5 Minuten, das bringt ja nichts. Dann kriegen die keine Pluspunkte. Wenn die Kommentare schreiben oder irgendwas machen oder
Baku, was macht ihr? Ah, hi, Maxi. Hol dir einen Kampfjet, der schießen kann, oder einen Hubschrauber, der schießen kann. Und dann mit den, nicht mit den Lenkraketen, mit den Kugeln, die schießen. Ja, oder die fragt den Dead Pictures. Also eure Fragen, meine Antwort, sowas, da kriegt man auch einen Pluspunkt. Ja, und die bekommen Pluspunkte. Und wenn man am Ende des Monats sehr viele Pluspunkte hat, die meisten, die besten 5 oder die besten 10, die kommen Abonnenten des Monats bei mir. Also, die sind dann Abonnent des Monats oder Abonnent des Jahres, Abonnent der Woche, muss ich noch überlegen. Auf jeden Fall bekommen die schon mal Pluspunkte, dann immer so ein Plus daneben. Ja, da mache ich bestimmt auch nochmal extra ein Video dazu. Ja. Mal gucken. Jetzt müssen die mich erstmal jagen. Ja, und ich darf schon wieder abhauen. Das ist nicht so gemöglich. Aber cool. Geh mal in Ego-Sicht. Ja, ich bin doch schon ganz in der Ego-Sicht. Ja. Musst du mal in die Ego-Sicht? Ja, ich gehe doch gerade. Werd ein Teil von dir. Natürlich. Du musst immer ein Teil von mir sein. Und du bist eins von mir und ich bin eins von dir. Ja. So. Und? Na los, jag mich! Punkte. Der Droffel bekommt die meisten. Genau, schön. Gucke ich mir dann später an, ob du das Kommentar, das mit PSN Social Club, das im Vorregelvideo, PSN, den Code in Info, das Info-Regelvideo drin ist, das halt über PSN schreiben oder über Social Club schreiben, dass ich weiß, dass man das angeguckt hat. Ist ja alles verlinkt, ist natürlich auch alles drin, wie man genau reinkommt, wie das alles funktioniert. Ich muss einfach ein neues Auto holen. Mal wieder. Warte. Gut. Schön gemacht. Kann ich jetzt mitspielen? Das vielleicht nach der Aufnahme. Auf jeden Fall bestimmt morgen. Ich gucke mir die Kommentare ja immer an. Sehr oft am Tag. Ah, hat sie gemacht. Sorry, dass ich zu spät bin. Ja, macht nichts. Maxi, du bist, glaube ich, auch nicht in der Kuh, ne? Guck dir das Kuh-Video an. Halt, das, was ich am Sonntag hochgestellt habe jetzt. So, ihr könnt mich jagen. Könnt mich jagen. Muss leider auf. Spaß. Okay, danke. Bums. Ciao. So, jetzt geht's wieder los. Oh, und schon wieder weg. Weil, da habe ich ja in der... Das Video geht ja über... PSN und Social-Namen in der Videobeschreibung zu schreiben. Läuft ja genau eben so wie bei Yankee ab. Die speichere ja dann extra in so einen Ordner ein bei mir auf dem PC und da sind die alle halt geordnet, das ist ABC. Wenn da jemand Scheiße baut im Spiel, dann kann ich gucken, aha, so heißt der. So muss ich dann den Typ dann halt rausschmeißen. So weiß ich das. So weiß ich dann, wie der dann auf dem Zusteller ist. Genau. It's coming at you. Ja, warte, ich muss ihm mein Auto bestellen. What? Sonst ist das ein totales Durcheinander. Niemand hört. Und irgendjemand hat das Video nicht angeschaut. Ja. Darum habe ich das jetzt. Dafür gibt es jetzt natürlich 3 Videos. Morgen wieder Minecraft. Morgen machen wir wieder Minecraft. Da könnt ihr wieder weitermachen. Und morgen abends YouTube-Stream. Wie ich im News-Video gesagt habe. Wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, dann wisst ihr auch die aktuellsten Nachrichten und was für Spezialvideos ich mache da. Aber Kuh-Videos sind jetzt genug. Und die Kuh-Videos sagen natürlich jetzt auch alles. Ja. Natürlich, ja. Freue mich auf die Pluspunkte, wenn jemand Pluspunkte macht. Mal gucken. Zum Beispiel bei der Ende auch der Aufnahme sehe ich dann, aha, der war bis zum Schluss da, der war bis zum Schluss da, der hat gute Sachen gemacht, Groppel hat mich erledigt. Wir kriegen Pluspunkte.
oder Kommentare geschrieben. So, auf jeden Fall. Was, mein lieber Zuschauer? Schön, dass du eingeschaltet hast. Jeden Tag kommt eine GTA Online-Folge raus auf der PS4. Und Freitag kommt das News-Video raus. Was wir am Wochenende machen oder was für Projekte ich starte. Wenn du dabei sein willst oder auch in der Crew sein willst, dann schau in der Videobeschreibung. Da steht ein Link zu dem Info-Riegel-Video. Und schau mal in der Kanalbeschreibung vorbei. Da steht das Programm der Woche drin, was jeden Tag so ansteht oder demnächst kommt. Hast du Lust auf mehr Videos? Dann stöber in der Playlist vorbei. Hast du Fragen oder Fanfragen? Dann schreib Hashtag frag den Dead Pictures. Werde sie beantworten in ein Video, was ich einmal im Monat hochlade. Und wenn du Ideen hast, dann schreib Hashtag Ideen. Und wenn du mich unterstützen möchtest, das würde mich sehr freuen. So, danke fürs Einklicken. Schau, mein Lieber. Ugh.